Moin Leute, ich grüße euch wieder hier zum neuen Video bei mir auf dem Kanal Tobi33¾. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tja, wie es dann immer so sein soll, ist alles wieder anders als zunächst überlegt, geplant, gedacht. Eigentlich sollte es weitergehen mit dem zweiten Teil der Sammlung, den ich euch ja zuletzt gezeigt, wo ich euch die Sammlung, den ersten Teil dieser Sammlung, die ich gekauft habe, gezeigt habe. Fusion Jazz mäßig in erster Linie. Und da hatte ich dazwischen das Vinyl Tech Video 23 gemacht, was ziemlich cool war, coole Aktion nochmal, auch an alle, auch für die Werbung und so weiter und auch danke für die anderen Vinyl Tech Videos von den anderen, hat mir sehr gut gefallen, habe ich auch Spaß mit gehabt, wie gesagt, müssen wir nochmal wiederholen, vielleicht machen wir nochmal so ein Gesamt-Community-Ding auch für die German Vinyl Community, fände ich eine coole Idee. Naja, und jetzt wäre eigentlich dann wieder dran gewesen, den zweiten Teil zu zeigen, aber... Naja, es kommt dann meistens anders als man denkt. Also hier unten ist der zweite Teil, hier ist aber was anderes, was ich euch vorher noch zeigen muss. Völlig unerwartet eigentlich. Ich erzähle mal kurz dazu, die Story beziehungsweise erstmal vorher. Was im Hintergrund läuft, ist Os Mutantes. Self-titled Album, das ist ein Repress. Unofficial tatsächlich auch. Ich habe heute mal ein bisschen auch neue Lichtverhältnisse. Ich hoffe, es kommt heute ganz gut rüber. Ja, geiles Teil. Brasilianischer Psych ist das. Kann ich nur empfehlen. Genau, die Story. Ich hatte, ja, bin angeschrieben worden und gefragt worden, ob ich eine Sammlung kaufen möchte. Classic Rock, sagt er am Telefon, um die, weiß nicht, 130, 140 Stück waren es. Und bin dann da hingefahren. Preis war voll im und bin da hingefahren und hab mir gedacht, ja, boah, aber Alter. Beim Durchgehen erstmal so, ja, hast du fast alles schon, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich aber stichprobenartig die Platten mal rausgeholt. Und was soll ich sagen? Also für mich war das, ist es eine Archivsammlung. Also die Cover haben vielleicht mal ein bisschen was, aber das Vinyl nicht V+, nicht mir Mint. Also nicht mal Einlaufrille gibt irgendwelche Geräusche von sich, die sehen so aus, als wäre ich der Erste, der die aus der Hülle gezogen hat. Ich weiß nicht, was das ist, ob das jemand, die Sammlung vorher jemandem gehörte, der alles auf Tonband aufgenommen hat, ich habe keine Ahnung. Aber auf jeden Fall sieht es so aus und da sind auch verdammt interessante Pressungen bei. Also in vordergründig in erster Linie eine Upgrade-Copy-Sammlung, ja, und aber auch ein paar Stücke, die ich so noch nicht hatte. Ich zeige euch jetzt erstmal die Stücke, die ich noch nicht hatte. Und die anderen stehen da auch in der Kiste, die Alben. Beziehungsweise ich bin die gegeneinander durchgegangen, meine und die hier waren. Und also ich konnte 85% meiner Platten austauschen, weil die einfach so traumhaft gut vom Zustand hier sind und auch echt interessante Pressung. Dementsprechend würde ich euch dann an denen, die ich rausgenommen habe, also das sind dann nicht die Platten, die ich gekauft habe, sondern die bei mir in der Sammlung waren, die jetzt da gleich in der Kiste sind. Ich zeige euch erstmal die, die neu sind für mich. Dann zeige ich euch anhand der Kiste meiner Platten, was da drin war, wovon ich jetzt überall eine Mint-Pressung im Prinzip habe. Plus die Tatsache, ein paar von sehr interessanter Pressung waren da auch bei. Die würde ich euch dann auch nochmal im Einzelnen zeigen. Aber ihr kriegt dadurch einen Eindruck, wie die Sammlung aussah auf jeden Fall. Naja, wir beginnen erstmal mit dem, was ich behalte. Das erste ist Jamming with Edward. Das ist so ein Jam-Time mit Bill Wayman, Charlie Watts, Mick Jagger, Ray Cooder und wer war noch dabei? Nick Hopkins. Ich habe das Album auf jeden Fall. Und ich wollte es auch austauschen, ich habe es aber nicht gefunden. Ich weiß nicht, und ich habe unter allen Namen geguckt, wo ich es einsortiere, ich habe auch unter Various Artists und so weiter geguckt. Ich finde es nicht. Ist ein super cooles Bluesy Jam Session Live Ding auf dem Rolling Stones Label. Auch hier, Minty, 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 Minty. Da ist nichts mit, gar kein Kratzerchen, nicht mal irgendwelche kleinsten Hairlines, nichts. Und das gilt, wie gesagt, für die ganze Sammlung. Ich hoffe, das ist nicht zu sehr überbelichtet, dass ihr alles gut seht. Ja. Nummer 1. Dann The Flock. Ich halte es mal so auf, wenn das Cover ein Klappcover ist. Mit Dinosaur Swamps. Fehlt mir auch noch. Alle anderen Flock-Alben. The Flock-Alben habe ich. So ist es ja im Prinzip aufzuklappen. Ist ja im Prinzip die Band zu sehen. Genau. Auch
Also auch die Cover hier ist da so ein Beispiel für dann auch wie die Cover vom Zustand. Ich weiß nicht, schon mal raus, vielleicht fängt es das ein. Es ist auch immer noch das Original, sind auch die komplett alles die Originalen, wie sie ausgeliefert wurden, die Inner Sleeves, da habe ich noch nichts gemacht. Ich weiß nicht, inwiefern das rüberkommt, aber es ist halt super, also nichts, nichts, auch kein Schaumkorn, gar nichts. Ich weiß nicht, und das sind, es sind nicht alles First Press, ja, aber es sind zumindest ganz frühe Pressungen, viel holländische Pressung, aber gut, das ist mir ziemlich latte. Einziger Makel, derjenige hatte die hier so durch, was aber auch dann wieder für diesen Archivierungs-, Archivfaktor spricht, dass er die mit so, ja, was ist das, dieses Etikettierband oder wie man das nennt, ich glaube, so nennt man das, ne, ist dabei gewesen. Dann haben wir eine sehr, sehr schöne John Lee Hooker, Dusty Roads, ja, die Platte ist auch immer ein bisschen dusty, also das Cover. The Bellaphone Best of von ihm. Aber John Lee Hooker kannst du immer mitnehmen. Ja, also Leute, ja, da ist die Shiny, das ist nix hervorragend. Und man muss jetzt halt auch, in dem Zustand habe ich jetzt einfach 80, 90, vielleicht sogar 100 Alben, der Classic Rock Album, ihr seht es ja nachher, schlechthin meiner Sammlung zu führen. John Lee Hooker, Dusty Road. Dann, ja, wäre natürlich schön gewesen. Also hier, das ist Wolfgang Dauner, was ja letzten Endes ein Repress der Rishka Soul heißt sie, glaube ich. Ne? Rishka Soul von der Dauner Group ist. Wäre natürlich schöner gewesen, wenn es die gewesen wäre. Wobei das ja Cover mit dieses gelb-blaue Cover of Brain ja auch nur ein Repress ist. Da gibt es ja nochmal ein Original von. Das ist unbezahlbar, aber der Sound ist natürlich erstmal wichtig. Und das ist ein mega geiles Pop Psych Jazz, würde ich es nennen fast. Also Fusion ist es auch nicht so richtig. Album auf 2001 halt, ne? Also aber mega, mega gut. Kann ich nur empfehlen. Auch hier nichts. Also was manchmal ist, hier Falzen, aber ganz sauber offen, einfach Kleber gelöst. Sonst ist ab und zu mal ein bisschen Cover was, aber naja. Nochmal John Lee Hooker. Und zwar eine geile Box. Vintage Recordings 1948 bis 52. Auch so Boxen sind ja normalerweise, ne? Haben die immer irgendwie, sind die angeschlagen oder irgendwas. Da ist auch top, die Platten. Das ist alles super, super clean. Keine Eselsohren. Wie gesagt, als wenn die Sachen nie rausgeholt werden. Nur in den USA rausgekommen. Ja, mit alten Aufnahmen. US Pressing auch. Hervorragend. John Lee Hooker, Detroit nennt sich das Ding. Dann habe ich nur als so ein Tour Originals of Fleetwood Mac mit Future Games. Mit Kilgren House oder so heißt die andere. Das ist so ein gezeichnetes Cover in Rot-Grün. Habe ich die als so ein Tour Origins of. Ja, hier ist leicht angestoßen, mal leicht geknickt und leicht offenfalls, aber wieder. Ansonsten tipptopp. Ist noch mit Bob Welch, schon ohne Peter, aber trotzdem Frühsteil. 71 ist das gute Stück von. Noch ohne Mädels in Vierer-Kombi. Danny Kirwan, Mick Fleetwood. Ah, Christine McPhee ist da am Start schon. Bob Welch, also doch, Fünferbesetzung. John McPhee ist am Bass natürlich auch. Ich weiß nicht, war es, ist es ein Insider, dass er der Pinguin ist? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Ich weiß es nicht. Ja, herrlich. Dann auch sehr gefreut. Kriegst du selten zu Gesicht. Ja. For All Mankind, Christy. Auch. Ihr seht ja. Also ich glaube, es kommt auf der Kamera trotzdem gut rüber. Ekelhaft, also neu, als wäre die gerade aus dem Laden gekommen, nur dass das Ding halt ein Original von, ich glaube, 70 ist. Ja, ich glaube von 70. Hervorragend. Sehr, sehr geil. Ja, ist auch, also wie gesagt, viele holländische Pressungen. Hier wieder, ihr seht ja, es ist immer, ich weiß nicht, ob derjenige CVS gearbeitet oder irgendwie im Plattenladen gearbeitet hat oder irgendwas mit Dingen zu tun hatte. Ich habe es nicht rauskriegen können. So viele Infos zur Sammlung habe ich im Nachhinein nicht bekommen und es ist. Dann Humble Pie, Edith. Fehlt mir auch noch.
Double Live Album, wenn ich mich nicht täusche. Auch hier. Das ist ein US-Press. Und ja, auch hier. Kein Eselsohr, gar nichts. Das Booklet mit drin. Unverschämt guter Zustand wieder hier auch. Also, ja, was soll ich sagen. Manchmal muss man dann auch so eine Sammlung kaufen, wenn man die Sachen schon hat, weil es einfach, ja, wie gesagt, hier auf A&M. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob man sieht, genau, auch die Original Inner Sleeves alle noch drin. Ride for Free, dann kannst du hier wieder irgendwas kriegen von A&M Records. Original A&M Inner Sleeves. Traum. Hervorragend, hervorragend. Dann Hourglass. Es ist quasi pre-Allman Brothers hier, featuring Greg Allman und Ewan Allman, 1967 bis 90. Ich glaube, zwei Allman, die ausgab. Das ist so ein Best-of. Auch auf United Artists in dem Falle. Ja, und hier halt auch wieder dasselbe. Deutschpressung in dem Falle, glaube ich, tatsächlich mal, ja, ist es, wobei, wie gesagt, viel holländische Pressung. Dann haben wir hier The New York Rock Ensemble. Mit Rollover. Kannte ich noch nicht. Sah interessant aus. So auch Classic Rock, würde ich die Schiene versagen. Ich glaube, stand bei Discogs auch was von Psyche. Ja. Ist von 70, glaube ich auch. Entschuldigung, oder 71. Ja, ihr seht, alles, also da, wie gesagt, es muss eigentlich eine Archivsammlung sein. Wo alle Original Inner Sleeves noch drin sind und alles so aussieht. Oh nein. Kurze Pause. Einmal kurz Teegeld. Alles hier umgekippt. Teppich nass. Was willst du machen? Naja. Rock Ensemble, New York, Rollover. Machen wir weiter. Wunderbar prächtig. Little Richard, King of Rock'n'Roll, ist ein 71er Album, glaube ich, von ihm tatsächlich. Genau, auf Warner, US Press. Kleine Cut, auch hier. Mint, absolut Mint. Habe ich so auch tatsächlich vorher noch nie gesehen. Gibt es auch, glaube ich, keine deutsche Pressung von Schnüffel Reprise. Herrliches Teil. Ich habe noch gar nicht in alles reinhören können. Ich war in erster Linie beschäftigt, auch auszutauschen. Und jetzt kommt's. Franz K. Rock in Deutsch. Auf Zebra. Und wenn ihr ja den Zustand der Sammlung wisst, wisst ihr ja. Da ist auch ein Zebra drin, wo ein Zebra draufsteht. Zustand derselbe, auch hier nur leicht falzoffen. Auch Beiblatt. Ich hätte mir natürlich noch ein paar mehr solche krautigen Perlen gewünscht, aber es, also ich bin eigentlich trotzdem wunschlos glücklich. Natürlich, das ergibt immer, aber Franz K., Rock in Deutsch. Witten waren sie, glaube ich, her, ne? Ich glaube ja. Franz K., die ersten zwei Alben sind halt die geilsten. Muss man einfach so sagen. Dann nochmal was. So, Jazzrock ist. John McLaughlin. Lagen. Devotion ist hier der Titel. Ziemlich cooles Artwork, wie ich auch finde. Das ist dann Jazzrock tatsächlich. Mit ein bisschen Free-Elementen finde ich auch immer. Auch hier wird das gleich. Also auf Douglas kommt das, sagt mir gar nichts. So. Ich hoffe, man kriegt es halbwegs. Genau, und wir haben Buddy Miles an den Drums, Larry Young an Organ und Billy Rich am Bass. Herrlich. Ist aus dem Jahre 72 auf dem. Erscheint ein
CBS Super Label zu sein. Das Douglas Label. Kriegt man es richtig? Man kriegt es nicht richtig. Es ist so shiny dann auch noch. Das Vinyl, aber was willst du machen? So, pack's mal da. John Medlager. So. Dann noch. Ja. Jody Grind mit Conception. Leider nicht das UK-Teil, sondern die deutsche Pressung, aber auch wieder hier jammern auf hohem Niveau. Absolut Mint. Cover wie Vinyl auch. Kleines Pancholio und ich weiß gar nicht. Und hier ganz leicht ein, zwei Laminierungsbubbles. Das ist es aber auch schon. Ist auf TI oder wie nennt sich, glaube ich, TI, das TI-Label, ne? Das Metronom. In Super Stereo, wow, wow. Ja. Und zu guter Letzt, ach nee, es sind doch noch zwei. Ich muss nämlich mal. Ich muss nämlich kurz gleich meine Kinder zum Fußball bringen. Vorletzte. Courage. Kraut Rock. Country Rock wird es beschrieben. Ich fand das Cover einfach super interessant auch. Noch nicht reingehört. Auch hier wieder der Zustand top. Spannend. Aus Deutschland. Uli Heinz, Herb Rudolph, Jimmy Ellis und Walt Moore. Mit sinnvollen Country-Texten und einem Hardrock-Sound stellt die Gruppe Courage sich vor in einem Stil, der neu in Deutschland ist. Die Gruppe bezeichnet ihre Musik als Country Rock. Spannend. Und zu allerletzt von denen, die mir fehlten, ja, Gollywox. Gollywox alias Creedence Clearwater Revival auf dem Fantasy-Label. Genau, das sind Sachen, die die Jungs hier, die Fogerty-Brüder gemacht haben, bevor Creedence Clearwater gegründet wurde. Ich glaube, sie haben kein Album rausgebracht, aber sie haben so ein paar Singles rausgehauen und das ist hier drauf dann. Zusammengefasst auf Bellafon, wo auch sonst. Auch hier unverschämt guter Zustand. So viel zu den Sachen, die mir fehlten. Und dann bringe ich jetzt meine Kinder zum Training und danach lasse ich euch mal reingucken, was die Sammlung sonst so noch umfasst hat und zeige euch, was es für spannende Pressungen auch gab. So 1, 2, 3, 4 Stück, um so einen Eindruck zu bekommen. Auch allein der Zustand hat schon ausgereicht, um das Ganze zu kaufen. Aber gerade ein paar Sachen waren dann auch nochmal von der Pressung her spannend. Naja, für mich geht's gleich weiter, für euch jetzt. Ich schaue gerade, wie ich es ein bisschen mache. Genau, das ist der ganze Batzen, der da reingekommen ist. Und genau, ich versuche es mal hier so aus der Perspektive so ein bisschen für euch zu machen. Als erstes haben wir hier ein super schönes Django Reinhardt Boxset, Top-Zustand, wie ihr auch wieder seht. 5 LPs, 1910 bis 53. Ist nicht ganz mein Sound, sonst hätte ich es auch behalten. Also, wie gesagt, hervorragend, neuwertig. Dann haben wir darin gehabt Woodstock, den Klassiker, auch Tippitoppi Mint. Ich hatte allerdings, also ja, die ist eher VG Plus, bisschen hier Mint. Ich habe aber eine Mint-Version. Das ist meine gewesen. Die Box, die hier drin war, die war top. Die steht jetzt bei mir drin, auch alles mit Booklet und so weiter, wie es sich gehört. Das ist Doldingers Jubiläum-Album. Das ist das Cover von dem Herrn aus der Sammlung hier. Ich habe die Platten ausgetauscht, die waren Mint-Mint. Mein Cover ist Mint-Mint. Hier löse ich leider die Laminierung. Deswegen, ja, auch dabei dieses Album. Habe ich schon im perfekten Zustand, deswegen die hier geblieben aus der Sammlung. Direkt zweimal. Ich habe eine, die zweite, Second German Press mit Flipcover innen drin behalten, hör zu Edition. Das ist jetzt einmal eine italienische und ich glaube eine Mid-70s Version übrig geblieben. Ich habe eine super geile behalten. Ich habe das englische Original, deswegen bleibt die Top-Mint-Variante hier in der Sammlung drin. Ja, das war auch drin. Ich habe sie noch gar nicht einsortiert. John Wesley Harding. Desire, Subterranean Homesick Blues, da war meine auch schon top, aber auch hier alles in super, super, super Top-Zustand. Dann Jane at Home,
Soft Machines vierte. Tom Hartmann sah in Top-Zustand drin gewesen, habe ich ausgetauscht. Wishow hier in Top-Zustand drin gewesen, ausgetauscht. Windows hier mit John Lord bei Eberhard Schöner conducted, ne? Es ist Bach quasi in mit Rock-Elementen, mit Pete York und so weiter noch dabei, habe ich gerade eben noch oben gehört gehabt. Super Teil, in Top-Zustand drin gewesen, ausgetauscht. In Rock drin gewesen, super Zustand, ausgetauscht. Shades of Deep Purple habe ich sowohl englische als auch deutsche Erstpressung schon in Top-Zustand, deswegen nicht ausgetauscht. Die Deep Purple Royal Philharmonie habe ich auch schon in Top-Zustand, die habe ich wieder ausgetauscht. Jiminy Suite, auch mit John Lord Solo-Projekt, mega geil. Fireball hatte ich schon im Top-Mint-Zustand, genau wie die hier als deutsche Erstpressung. Book of Talism, nochmal in Rock, nochmal Fireball. The Worst of Jefferson Airplane in Mint-Zustand in meine Sammlung gegangen. Stormwatch in meine Sammlung gegangen. Sick as a Brick in Mint in meine Sammlung gegangen. A Passions Play von Jess Rotal. Minstrel in the Gallery Mint in meine Sammlung gegangen. Stand Up Mint in meine Sammlung gegangen. Road Rock'n'Roll Mint ausgetauscht, Aqualung Mint ausgetauscht und auch This Wars Jethro Tull. Da war es dann so ein Abwägen, ne? Das ist eine frühe Pink Island gewesen, aber die ist schon ziemlich, die hat schon einiges mitgemacht, auch wenn die frühen Pressungen ja eigentlich immer einen guten gut noch hörbar sind, aber auch gegen Mint ausgetauscht. Auch gegen eine frühe Mint ausgetauscht, Beatles Greatest 62, 66, Rubber Soul gegen eine Mint-Version ausgetauscht. Let It Be gegen Mint US First Press ausgetauscht. Hard Day's Night gegen eine Mint-Version ausgetauscht. Hier habe ich das MoFi von. Dementsprechend ist hier eine Minte übrig geblieben. Habe ich dann nicht ausgetauscht. Ja, hier nochmal eine Rubber Soul. For Sale in Mint jetzt. At Hollywood Bowl Beatles in Mint jetzt. Irre. Hey Jude, das gleiche. Revolver. Auch jetzt Mint. Please, please, please. Please me. Rock'n'Roll Music, auch Mint. Dann 10 Years After Cricklewood. Recorded Live. Und die After. Alle auch in Top-Zustand gewesen. Durften auch meine gehen und die Mint-Dinger bleiben. The Wings Over America. It's a beautiful day. Mint-Copy. Ja, auch mein ihr erstes war ihr bestes Album. Geht meins jetzt und eine Mint-Version bleibt. Gleiche gilt für ein Concert von Janis Joplin. Eric Clapton, Just One Night. Dylans erste. Genau, die hatte ich ja eben, die anderen hatte ich ja gesagt, hatte ich noch gar nicht einen hier rein. Die sind ja relativ sortiert. 61 Revisited. Blondes on Blonde Volume 1, Blondes on Blonde Volume 2, da habe ich, die sind auch in Tippitoppi-Zustand, habe ich auch nicht genommen, weil ich die englische First Press habe, die, wo das Album dann zusammen ist, beide zusammen in einem Gatefold. Another Side of Bob Dylan, da muss ich mich entscheiden, ganz, ganz frühe Pressung UK, irgendwas 64, 65, ist ja so ein Flip-Over, Flipback-Cover. Ich habe mich für die Mint-Variante, die was später ist, entschieden. Hier habe ich mich für meine, habe ich meine Platten gegen diese hier ausgetauscht, weil mein Cover besser war. Freewheeling habe ich schon selber in Top-Zustand, ist aber hier auch Mint wieder. Ja, Supertramp, die Reihe Paris, Even the Quietest Moments, Breakfast, America und die Famous Last Words. Habe ich drei von ausgetauscht, die Breakfast in America habe ich in Japan Press, das fand ich dann noch geiler. London Calling The Clash ist in Mint drin gewesen. Sandinistan ist in Mint drin gewesen, habe ich ausgetauscht. Die Gentle Giant hatte ich schon in Top. Alice Restaurant in Top-Zustand war drin. Absolute Mint, First Press, UFO 2 Flying.
Gleiche gilt für Uri Salisbury, deutsche Erstpressung. Hier habe ich mich für meine UK First Press entschieden, anstatt hier für die Sunfighter, Paul Kanter und Grace Slick. Da ist hier eine Mint drin, aber ich habe halt auch eine Minte UK. Dann The Greatest, oder beziehungsweise Pop History Greatest, Grateful Dead, meine Güte. Hier habe ich mich gegen amerikanische First Press, beziehungsweise es sind kein First Press, sondern Repress von der 12 Dreams of Dr. Sardonicus entschieden und dafür eine deutsche Erstpressung in Mint-Zustand reingenommen. Fleetwood Mac Live ist ausgetauscht worden. Emily Lou Harris war nicht ganz mein Fall, habe ich drin gelassen. Tommy habe ich jetzt eine deutsche Mint First. 64, 74 habe ich auch von The Who jetzt als First, als Top First Press. Gleiche gilt für Grand Funk Live Album. UK First Press. Das hier ist eine französische First Press Golden Earring, 8 Miles High. Habe ich jetzt eine deutsche in Perfekt. The Creedence Clearwater habe ich jetzt französische Mint. Beyond Country, wie ist der noch? Beyond Country, genau. Auch jetzt Mint in französische. Hier habe ich die spanische drin gelassen, meine deutsche behalten, weil die auch top war. Gleiche hier auch, war meine Green River war auch top. Hier ist das Cover leider leicht eingerissen. Wobei das Vinyl ist Mint auch wieder. Live Europe. Hier habe ich auch die spanische drin gelassen. Wind Pibos. Genau, viele unterschiedliche Pressungen auch so, was ein Herkunftsland angeht. So, ich gehe mal ein bisschen, dann könnt ihr besser sehen. Die Pendulum hat auch, ich weiß nicht, die Green und Clearwater haben vom Cover alle ein bisschen gelitten, die da drin waren. Ne, genau, die Mardi Gras. Dann First Press, High Tide and Greengrass habe ich aber auch schon. Da habe ich, die habe ich jetzt neu ausgetauscht, das ist meine. Und ich zeige euch einmal kurz, weshalb ich die ausgetauscht habe. Darauf wollte ich ja nochmal eingehen eigentlich auch. Ist es die hier? Nein. Genau. Hab die da jetzt reingetan und aus der Sammlung, seht ihr, erkennt ihr ja immer hier dran, behalten. Warum? Erstens, weil die super Mint ist und zweitens, genau, weil es Stereo First ist. UK. In absolut Mint. Fantastisch. Ich habe mir den Arsch abgefreut. Eins meiner liebsten Alben mit von ihnen und dann UK First Press Stereo. Ja, da, sowas meine ich halt. Da waren solche fantastischen Pressungen auch drin. Dann haben wir hier. Genau, Aftermath Packs, also israelische Pressung. Auch hier. Mal. Zack. UK Stereo First 1966 in Mint. Also irre. Wo waren wir? Genau. Through the Past Darkly ist auch aus der Sammlung Packs, also auch israelische Pressung. Ich habe schon eine grüne holländische und ein UK Stereo First Press. Volume 2, Big Hits und 3. Brauchte ich nicht zu noch mehr Greatest Hits. Das ist so ein, wo die innen reingeschoben wird von der Excel on the Main Street. Die ist leider nicht in so tippitoppi Zustand. Ich glaube, das ist sogar auch ein First. Bin mir nicht sicher. Ich glaube, deutsche. Aber meine ist in hervorragendem Zustand. Schon habe ich mich für meine entschieden. Nochmal eine Big Hits, High Tide und Green Grass. Eine frühe Out of Our Heads. Rolling Stones, ich habe eine perfekte Nova, die ist nicht ganz perfekt und ich habe noch die englische Version, die englische? Die US-Version, doch, englische Version mit dem anderen Cover in Top. Hier habe ich gegen meine ausgetauscht, hier auch ist das Poster drin bei meiner, aber die andere war Mint, die hier drin war. Ja, habe ich schon in drei Versionen, dementsprechend habe ich hier eine Mint hier drin gelassen. Fleetwood Mac, Greatest Hits, Rumors, Tusk, alle nochmal ausgetauscht gegen absolute Mint-Version. River nochmal wieder ausgetauscht. Ashbury, alle wie neu. Hier die Kent Heat, Living the Blues, habe ich meine hier reingetan und eine perfekte jetzt. Styx gibt es dasselbe für, auch hier eine perfekte Brothers in Arms. Auch ausgetauscht, die Muddy Blues, to our children's children, children. Dann hier drin noch eine Odessa Yes Song, habe ich jetzt auch in Absolut Cover wie Platten Mint.
Richie Havens, Alarm Clock. Auch jetzt in Mint. Da war meine tatsächlich schon besser, auch wenn es ein Repress ist. Die hat in doch ein paar Gebrauchsspuren. Tremolos, Master, auch jetzt perfekt bei mir. Johnny River, selbe. Prince, Queen, Life Killers. Ja, und noch so ein paar, ja, nicht Filler, aber auch Talking Heads. Leonard Cohen, Falco. Die passen nicht ganz so in die Reihe, aber sind halt auch dabei. Und noch hier, das ist so eine komische Jazzige, keine Ahnung. Ja, was soll ich sagen? Da sind jede Menge solche Sachen hier. Ach ja, die will ich euch auch nicht vorenthalten. Ey, wo ist sie? Die war eigentlich die geilste, wie ich persönlich finde. Rolling Stones Number 2 Mono UK First Press. Also, und auch geleckt. Mit dem Original Inner Sleeve. Da die Laminierung perfekt. Keine Blasen dran vorne auf der Laminierung. Auch hinten löst sich nichts. Nichts durchstoßen. Also, ein absolutes Mintstück. Und also, das verdeutlicht so ein bisschen. Ihr habt ja jetzt gesehen, was inhaltlich drin war an allem. Und die Zustände waren einfach phänomenal. Bei jeder Platte, die ich rausgenommen habe, habe ich noch neue gefragt. Alter, das kann nicht wahr sein. Naja, die müssen jetzt hier weg. Ja. Weil, was soll ich, ne? Also wisst ihr ja. Ja, auf jeden Fall hervorragendes Upgrade. Kauf plus nochmal auch ein paar richtig schöne neue Platten dabei. Mega gut. Ja, ich schließe jetzt hier in der Position ab. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wieder schön gewesen, ein Video zu machen. Trotz T-Gate. Naja, danke fürs Zuschauen. Schön, wenn ihr wieder dazu schaltet, nächstes Mal irgendwann. Und ja, genau, hier und da geht's und da geht's zu Kanal, Playlist, anderen Videos werdet ihr sehen. Und bleibt dem Video treu. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.